Herzlich willkommen, ihr geilen Vergenusswurzler. Wir gehen mal rein in die Tierliste. Die habe ich jetzt hier gefunden vom 1. April. Die ist von, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Mreise, aka, er hieß damals oder vorher Red Singer, einer unserer Mod-Kollegen. Und ja, wir gehen mal rein. Hier wird jetzt in der Tierliste halt von jedem Awaken Hero ausgegangen, dass er halt mindestens A5 ist, ansonsten wäre er halt schwächer. Wir fangen einfach ganz schnell mal an mit den Tanks. Wir können hier natürlich viel besser sehen, in welchen Bereichen die Helden gut sind. Wir sehen, Pandemonium ist super stark, eigentlich überall, außer in der Story ist er nicht gut. Und in der Galtant ist er halt total scheiße, wie alle Tanks und alle Vanguards, weil dort einfach nicht zu gebrauchen. Ansonsten überall gut, außer im Altar jetzt auch noch, aber auch im PvP, SSS. Dann haben wir Tarish, überall auch relativ gut mit S, SSS, S, SSS, B und SSS. Ja, Carabine ist schon wieder ein bisschen schlechter im Vergleich. Wurmigon ist auch super gut und ja, bin gespannt, ich will ihn auch jetzt bald awaken. Ray ist eher so ein bisschen schlechter dann. Tachikoma noch so ein bisschen schlechter, ihr seht das. Und Zyda, er ist halt überhaupt nicht so nützlich. Ja, als nächstes gucken wir uns mal die Vanguards an. Natürlich, Heimdall ist SSS gefühlt überall, außer halt in der Galtant oder in der Story oder am Altar. Leo, fast genau dasselbe, überall SSS, außer halt jetzt in der Story ist er auch nicht mehr SSS, sondern S. Und in der Galtant ist er auch nicht ganz so gut. Und dann haben wir Zayn, der ist auch absolut insane, den fühle ich momentan richtig. Ist auch super stark, fast überall SSS. Dann Claire hat ein bisschen an Value verloren, ist aber immer noch sehr stark. Ihr seht S, einige SSSs hier und den Rest S und im PvP immer noch ein Beast. Ares danach ein bisschen schlechter. Dann kommt Barok. Creed ist absolut gar nicht mehr zu gebrauchen. Kavoru sowieso nicht, Guan Yu mega scheiße, wie ihr seht, und Batu erst recht. Jo, dann gucken wir uns mal Energy an. Dort haben wir Teak, der super gut ist, hat eigentlich überall Value, außer jetzt im Midgame und Early Game nicht so gut. Aber ansonsten wirklich gut. Im PvP ist er natürlich nicht so stark wie zum Beispiel Jaina im PvP. Nord immer noch einer der Top-Helden, ihr könnt es sehen, fast überall SSS-Tiermäßig unterwegs. Cariolis hat halt so im generellen Nutzen nicht so viel, aber dafür hier in der Story im Endless und im Twilight super gut und im PvP auch. Ja, Jaina hat ein bisschen auch eingebüßt, aber ist trotzdem noch an fast überall SSS, außer jetzt in General und im PvP nicht. Und dann haben wir Shinji, der eigentlich auch relativ brauchbar ist. Ihr seht überall so mindestens S und einige SSS ist am Start. Ja, und dann kommen wir zu Ravenna, Luke und Nautilus, die einfach überhaupt scheiße sind. Dann kommen wir zu den Huntern. Dort haben wir Artemis, natürlich sehr, sehr gut. SSS eigentlich fast überall und S. Ryzeris mit Awakens super stark geworden, ihr seht das. Fast überall auch SSS. Dann Vasaris, der neue, ist auch sehr stark, fast überall in SSS. Dann haben wir Rebecca, die auch noch super stark ist, S, SSS. Und ja, dann fällt es schon langsam ein bisschen ab. Arcadia benutzen wir noch und den Rest benutzen wir gar nicht. Emma, Esina, Prigor, Moyami, Mari können wir weglassen. Ja, dann kommen wir zu den Assassinen. Koraxia, super stark, eigentlich überall SSS, außer in der Galtant. Dann Samael, auch. Ihr seht es, Samael, einfach der Held, den man überall halt spielen kann. Einfach top SSS überall. Theon, der Neue, ja, nicht ganz so überzeugend, hat ein SSS in der Galtant, aber ansonsten ist er nicht so der Überburner. Helenthes ist super geil, vor allen Dingen auch in der Hell-Arena, ansonsten aber nicht so wirklich zu benutzen. Dominic, unser allerlieber Superheld, ist überall super, super strong, außer im PvP ist er nicht die Übermacht, seine KI ist manchmal ein bisschen doof. Azuka ist auch sehr stark, ihr seht das, eigentlich konstant überall ein S und ein SSS in der Story. Motoko leider nicht mehr so viel wert, aber immer noch ein guter Held, genauso wie Rickard, auch immer noch zu gebrauchen. Bailey mittlerweile ein bisschen verloren. Dann kommen wir zu den Summoners. Ja,
Anpu, absoluter Gott mittlerweile jetzt im Spiel durch sein Awaken und durch die Kombination mit Jaxxity. Ihr seht eigentlich überall SSS außer in der Story. Jaxxity, ihr seht hier vorne nicht so ist stark, aber hier hinten scheint er dann im Altar, im PvP, im Exotik, in der Galt-Expedition und in der Galt-Hunt. Daniel auch fast überall SSS. Ihr seht das. Ahmad auch super, super strong. Sif mittlerweile ziemlich am Boden verloren. Doralie auch noch einige gute SSS-Punkte. Sorbalay leider so gefühlt komplett raus irgendwie. Skull, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, benutzt keiner mehr. Jo, Masrani, gerade mit seinem Awaken, hat ein übelstes Comeback gefeiert. Ihr seht es, hat sehr viele Nutzen. Außer jetzt in der Galt-Hunt oder im Endless ist er nicht so gut, aber ansonsten top. Dann kommen wir zu Purin, absolutes Beast von Support. Ihr seht überall SSS. Fiona auch eigentlich überall SSS. Super starker Support, den man immer reinwerfen kann. Rez wird auch immer noch in vielen Bereichen SSS sein. In einigen Bereichen nur noch S, aber auch im Altar und PvP noch super, super stark unterwegs. Miranda ein bisschen am Boden verloren. Überall durchweg gut, aber nicht mehr Top of the Pops. Bota absolut scheiße und Aniruda kompletter Trash, Leute. Jo. Das war's für die Tierlist für den April. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, haut ein Abo raus und verpasst keins der weiteren Videos. In dem Sinne, Peace, euer RZA9.